Vigos von Vigo d'Arzui, Episco Kerry. Aus der Zucht von Johann Peter Lass aus Leck. Der mit so vielen Springgenen ausgestattete Fuchshengst zeigt in seiner Aufmachung sehr deutlich den Einfluss des Vollblüters. Dabei überzeugt der mittelgroße Hengst durch seine sehr gute Oberlinie, sein solides Fundament sowie eine außergewöhnliche Galoppade. Im Springen tritt seine besondere Qualität deutlich in den Vordergrund. Übersicht und Vorsicht in Verbindung mit Manier und großer Leichtigkeit. Vigos konnte im vergangenen Jahr leider nicht an dem 14-Tage-Test teilnehmen, da er sich eine Prellung am Griffelbein zugezogen hatte. Mit dieser Verletzung musste der Hengst einige Zeit pausieren. Vigos befindet sich jetzt wieder voll im Training und konnte sich bei der Hengstvorführung im Februar unter Ebba Johansson hervorragend präsentieren. Vigos ist der Ausdruck und das Ergebnis hochinteressanter züchterischer Gedanken. Der Vater, Vigo d'Arzui, war Champion der Weltmeisterschaft in Lexington 2010. Der Sohn des Nawab de Rêve profilierte sich mit den Jahren mehr und mehr als Vater außergewöhnlicher Springpferde wie Vagabond de la Pomme, Fairlight van Heike und Dexen. Neben Vigo d'Arzuis Vererbungsqualität ist der Aufbau von Vigos Pedigree besonders interessant. In der 5. Generation im Pedigree steht die Stute Legende von Löwenjäger, unter anderem Siegerin im Großen Preis von Rom, die bei der Familie Schoof in Hedwigenkuck zur Zucht eingesetzt und somit Urgroßmutter des Top-Springpferdes und Vererbers Cento ist. Über Centos Mutter Viola geht Vigos Abstammung hin zu der Halbblutstute Biola. Diese Zugabe von Vollblut in der vordersten Abstammungslinie gibt dem Vigo-Nachkommen eine besondere Wichtigkeit. Leistungsblut von der väterlichen und mütterlicher Seite, verbunden mit dem positiven Einfluss des Vollblutes, ist eine äußerst seltene und augenscheinlich geglückte Kombination.